Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Malenias Rune aktivieren könnt. Jedoch müsst ihr vorher auch noch Malekith besiegen, damit ihr die große Rune von Malenia aktivieren könnt. Und falls ihr beide besiegt habt, dann zeige ich euch jetzt, wo ihr hin müsst. Ich starte hier an diesem Ort der Gnade, Leute, und wir müssen hier rüber zu diesem Turm. Falls ihr den Weg nicht kennt, werde ich euch den zeigen, und falls ihr den doch kennt, könnt ihr das Video einfach etwas vorspulen. Wenn ihr hier dann angekommen seid, dann lauft hier rein und ihr müsst jetzt die Leitern hier komplett nach oben hochklettern. Dort ganz oben befindet sich noch ein Gegner, den könnt ihr ruhig töten, wenn ihr wollt. Und danach befindet sich hier eine Truhe. Wenn ihr diese Truhe öffnet, werdet ihr wegteleportiert. Und zwar an diesen Ort. Wenn ihr dann hier seid, dann lauft einfach durch dieses Tor. Ihr werdet sehen, da liegt ein Riese auf dem Boden. Den könnt ihr einfach völlig ignorieren. Dann lauft ihr nach links. Geht hier die Stufen hoch und hier habt ihr einen Teleporter. Falls bei euch dieser Teleporter nicht aktiviert ist, dann heißt das, dass ihr entweder Malenia nicht besiegt habt oder Malekith. Also ihr müsst beide besiegen, damit der Teleporter hier aktiviert wird. So, wenn ihr dann drüben seid, öffnet einfach hier diese Tür. Hinter dieser Tür befindet sich ein Aufzug. Den nehmt ihr, also geht ihr auf diese Fläche, fahrt bis nach komplett oben. Wenn ihr oben angekommen seid, befindet sich hier schon ein Ort der Gnade und dann lauft ihr einfach hier die Treppen hoch und hier könnt ihr dann die Rune aktivieren. Das war's dann auch schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare und falls ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr jetzt gerne ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.